Bei unserer nächsten Übung geht es darum, den Welpen beizubringen, um etwas rumzulaufen, also außen um diese Stangen gleich. Die Schulstunde Lauf drumherum steht an. Motivierte Schüler sehen aber anders aus. Solche kleinen Übungen sind immens wichtig, auch was den Beziehungsaufbau angeht, dass die Hunde lernen, mit Spaß, mit Bewegung, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten und auch von dem Menschen weg. Und genau das passiert hier gleich bei dieser Übung. Wir bewaffnen uns mit Leckerchen in beiden Händen. Linkes Bein, linker Arm nach vorne, übergebe hier und sobald sie um den Scheitelpunkt rum ist, Gas geben. Da darf richtig Action drin sein, aber nicht zu früh, weil sonst läuft sie nicht drumherum. Das machen wir jetzt erstmal 4, 5, 6 Mal und dann fangen wir langsam an, den Abstand zu vergrößern, weil das Ziel ist nämlich, dass ich hinterher auch von 4, 5 Metern meinen Hund dahin schicken kann, außenrum. So, komm her, du hast schon Spaß. Da hat sich der Lehrer aber zwei Sportskanonen ausgesucht. Was jetzt hier auch toll ist, obwohl da hinten auch ein Welpe in Bewegung ist, konzentrieren Sie sich auf die Menschen. Denn da gibt es schließlich die Belohnung. Ich mache jetzt mal ein kleines erstes Experiment. Und zwar helfe ich jetzt nicht mehr so massiv mit. Ich gehe also hier hin und die Hand geht nicht mehr weit. Und jetzt kann ich ruhig noch mal warten, kann hier noch mal körpersprachlich nachhelfen und sie ruhig ein bisschen ausprobieren lassen, weil da lernen die Welpen natürlich wieder. Und dann werde ich im richtigen Moment belohnen. Einmal noch. Jawohl, das war super. Richtig guter Durchgang. Dann kann der Moose. Vielleicht schafft er es auch. Der schafft das. Ganz sicher, Eva? Ja, fein. Klasse. Und nochmal Konzentration, bitte. Bei so einem Musterschüler kann der Lehrer doch nur stolz sein. Ja, richtig gut. Da war schon ordentlich Abstand mit Beinen. Toll, der hat auf jeden Fall was gelernt. Und es sieht schon fast fertig aus da bei Moose. Ja, auf jeden Fall. Komm, guck. Toll gemacht. Komm. Ja. Ich muss mir nicht zwingend solche Stangen kaufen, um diese Übung zu machen. Man kann das mit Bäumen machen, das ist eigentlich auch so der Klassiker. Und man kann das mit einem Stuhl machen, irgendeinen Gegenstand, der nicht ganz so breit ist. Damit funktioniert es auch. Vom Sportplatz geht's nach drinnen, in die Klasse. Zwei Nachhilfeschüler warten auf den Lehrer. Ah, super, Eva. Du hast schon alles vorbereitet. Ja. Das ist gut, denn wir werden mit Emma das Umrunden nicht draußen trainieren, sondern hier drin. Hat folgenden Hintergrund. Ich bin verabredet mit Lina Larissa Strahl, Schauspielerin und Sängerin. Die begleiten wir ja ein bisschen beim Training und das machen wir online. Da bist du ja schon. Hi, Lina. Grüß dich. Na? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind. Im Welpenalter war Ilvi mit Lina auf Konzerttour. Jetzt muss sie nachholen. Wo ist denn die Ilvi? Hier da ist sie ja. Ah. Guck mal, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Das ist die Emma hier. Oh Gott, ist die süß. Die ist ja wie Ilvi. Wir haben gerade Folgendes trainiert. Und zwar geht es um Dinge zu umrunden. Deswegen benutzen wir jetzt hier so einen Kerzenständer. Hast du irgendwas Vergleichbares bei dir in der Nähe? Ich könnte einfach so eine Blumenvase nehmen oder so. Ja, perfekt. Dann kannst du dir die schon mal da hinstellen. So? Ja, das ist gut. Okay, dann darfst du jetzt erstmal zugucken. Ich mach dir das einmal vor, ist gar nicht so schwer. Komm mal her, Emma. Du nimmst dir in jede Hand ein Leckerchen. Ja, und dann funktioniert das so, dass du, wenn ich sie jetzt hier rechts rumführe, ist mein rechtes Bein und mein rechter Arm vorne. Ja, und sobald sie rum ist, Gas geben, rückwärts laufen und dann wird sie richtig stark belohnt. Musterschülerin Emma gibt sich wirklich alle Mühe bei der Präsentation. Jawohl, sehr guck mal. Gut. Das sieht schon klasse aus. Kannst du das einfach mal machen, dann schaue ich es mir hier an. Na dann, strengt euch an. Zack, annehmen. Ja, knapp. Da warst du ein bisschen zu schnell. Beim ersten Mal kann das passieren, ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Mach ruhig noch mal und warte dann an der Seite hier ein bisschen mit dem Leckerchen. Zweiter Versuch. Führen, 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 übernehmen. Jawohl. Ja. Sehr cool. Was du jetzt als nächstes machen kannst, ist, dass du in der Hand kein Futter mehr hast, nur noch in der rechten. Und was wir dann versuchen, ist, dass wir langsam den Abstand vergrößern. Also, ich habe jetzt hier kein Futter mehr. Ja. So, komm, Emma. Und hier außen. Und yes, genau. Und belohnen.
Super. Super. Wenn ihr mal was falsch macht, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, fein. Komm, ja. Ja, super. Richtig gut. Ein gutes Zeichen, wenn sie es selber anbietet. Das ist so süß. Willst du es mal versuchen? Ja. Yes, sehr, sehr gut. Ganz toll, großartig. Kleine Sache, macht sehr viel Spaß. Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, Evi auch. Super, dann viel Spaß beim Training. Tschüss. Dankeschön, tschüss.